Hallo zusammen, heute bei mir aus dem Keller und zwar hat das verschiedene Gründe. Erstens, ihr wisst, ich bin geimpft, genesen, ich war eingesperrt in Isolation, jetzt war ich in einem Hochrisikogebiet wie Dänemark und jetzt bin ich für 10 Tage in Quarantäne, obwohl ich einen PCR-Test habe, der negativ ist. Aber ich bin jetzt halt hier bei mir zu Hause in Quarantäne, aber das ist eigentlich nicht das Video wert, sondern ich habe diese Batteriebox. Und da hat mich Joachim gefragt, ob ich mit dieser Batteriebox meine Heizung betreiben kann, also seine Heizung. Bei einem Blackout. Ich habe eine Ölheizung. Ich habe hier hinten einen 6000 Liter Tank. Also 6000 Liter Heizöl. Aber diese Heizung braucht Strom. Die Heizung, wir schauen das an aus der Nähe. Wir sehen es vielleicht hier. Ich habe hier hinten eine Pumpe. Und wenn ich dann hier umstelle, Funktion, Verbrauch, Watt. Ich brauche jetzt hier für die Steuerung 5,8 Watt. Die Pumpe läuft nicht. Die Heizung ist momentan ausgeschaltet, weil ich noch einen Kamin habe und oben ein bisschen geheizt habe, weil ich ja sowieso zu Hause bin. Jetzt habe ich einen Moment gewartet und jetzt hat hier diese Pumpe eingeschaltet. Durch das habe ich 38 Watt Verbrauch. Lieber Joachim, wenn du zu Hause eine Wärmepumpe hast, dann kannst du mit dieser Batteriebox hier dein Haus nicht heizen. Hast du aber einen Festbrennkörper, Holz, Kohle oder auch Gas, dann hast du nur diese Zirkulationspumpe, die ich hier habe, genau das gleiche, die braucht 36 Watt. Damit kannst du deine Heizung etwa 30 Stunden betreiben. Das heißt, wenn es kalt wird, 30 Stunden, guten Tag, dann ist da auch fertig. Komme ich später dazu. Wenn du, wie ich hier, einen Ölbrenner hast, der hat 5 Watt Stromverbrauch, haben wir vorher gesehen. 36, 38 Watt braucht diese Pumpe, ohne dass Öl eingespritzt wird. Nur jetzt ist so, jetzt kommt das Ding natürlich nicht, weil Vorführeffekt. Der Brenner allein braucht 300 Watt. Also Brenner, Gebläse und Förderpumpe. Das heißt, ich kann mit dieser Batteriebox hier diese Heizung 4 Stunden betreiben, dann ist die Batterie leer. Ja, was ist jetzt das? Also ich habe hier einen Brennwert von dieser Heizung von 20 Kilowatt pro Stunde. Wenn ich sie 4 Stunden betreiben kann, kann ich damit 80 Kilowattstunden Wärme erzeugen. Ihr wisst, ich war ja jetzt in Quarantäne, in Dänemark, habe ich einen Versuch gemacht, ich habe mein Haus auf 18 Grad eingestellt, oben im Wohnzimmer, ich habe alle Nebenzimmer Radiator abgedreht, Keller abgedreht und es hatte draußen so um die 0 Grad die ganze letzten 2 Wochen. Ich habe also meine Heizleistung reduziert. Und jetzt hatte ich in 7 Tagen einen Verbrauch von 10 Kilowattstunden an Batterie. Also heißt 1,2 Kilowatt pro Tag habe ich Strom verbraucht. Wenn ich 1,2 Kilowatt Strom verbrauche, kann ich die Heizung mit dieser Batteriebox
einen Tag betreiben, ist also nicht der Brüller. Ich müsste also immer noch mehr reduzieren oder sagen, ich schalte die Ding nur für eine Stunde ein. Und dann, ich sag mal, im Tag wieder einfach eine Stunde das Haus aufheizen und dann hat sich's. Dann kann ich es also mal 3 Tage rausziehen. Aber die Zirkulationspumpe, die darf natürlich dann nicht immer laufen. Wir sehen jetzt hier, wir hören es, die Heizung hat eingeschaltet, die verbrennt jetzt 2 Liter pro Stunde und wir haben hier den Stromverbrauch 250 Watt für die Heizung. Wir haben hier meinen Stecker. Ich kann den ausstecken, ihr habt gehört, der Verbrauch ist 0. Geht jetzt aus. Ich habe hier ein Verlängerungskabel, dass ich dieses Messgerät dazwischen habe. Ich nehme jetzt die Batteriebox hier. Ich stelle meine Batteriebox hier auf die Heizung und stecke das Kabel hier ein. Also bei diesem Stecker, Schweizer Stecker. Für die deutsche Version haben wir eine deutsche Version. Ich schalte den Hauptschalter ein auf On und hier den Wechselrichter. Wir sehen jetzt hier am Display unsere Spannung, 230 Volt. Jetzt habt ihr kurz gesehen, wie es zusammengezackt ist. Ich habe hier die 312 Watt, was wir aus der Batterie rausziehen. 300 Watt, wir haben vorher auf dem Messgerät gesehen, es wird ein bisschen weniger. Und wir sehen hier die Batteriespannung, das ist 12,3 Volt. Und so kann ich meine Heizung direkt über diesen Stecker hier auf der Seitung etwa 4 Stunden betreiben. Ja, 4 Stunden betreiben mit meinem Energieverbrauch, den habe ich etwa 4 Tage lang, kann ich das etwa gut geheizt halten. Nur, ich mache noch Videos, wie ich die Box laden kann. Ich habe hier das kleine Ladegerät, das ist wirklich klein. Mit dem passenden Stecker, den stecke ich hier auf der Seite ein und stecke das ein. Ja, wenn ich ein Blackout habe, dann kann ich das entsorgen, das Ladegerät. Das Ladegerät hier, das kann ich brauchen, wenn ich das im Keller habe und laden will. Ich habe rund 200 Stunden. Etwa 8 Tage, vielleicht auch nur 7 Tage, bis ich diese Box wieder vollgeladen habe. Das ist okay, wenn ich die Box nicht brauche und einfach nur so eine kleine Schwebeladung haben will, dass im Notfall die Box oder die Batterie dann voll ist. Wir haben ja dann noch das Thema Laden, wenn ich wirklich keinen Strom mehr habe, wenn hier es dunkel ist. Und wir haben ja das zusätzliche Starterkabel für diese Box. Und das ist nicht ein Starterkabel, da hat richtig Gewicht. Auch die Zangen sind Zangen. Also wenn ich mir da rumgucke, da werden teilweise Ladeüberbrückungskabel angeboten. Die haben ein Telefondraht drin. Vielleicht mache ich ein Video drüber. Hier habe ich einen 175 Ampere Stecker. Dieser 175 Ampere Stecker kann ich hier einstecken. Hierzu ist empfehlenswert, zuerst den Hauptschalter auszumachen, dann einstecken und wenn ich ein Auto habe, ein altes Auto, oder ich habe einen Traktor, einen alten Traktor, keinen neuen,
Neu heißt 5 Jahre. Also ihr müsst ein Auto haben ohne Euro 6 Motor, ohne AdBlue beim Diesel. Dann kann ich mit diesem Kabel hier einstecken. In einer Stunde das auf Plus und Minus von der Batterie, Auto im Standgas laufen lassen, so kann ich hiermit in einer Stunde diese Batterie laden. Ihr habt vielleicht ein Auto, ihr habt vielleicht auch noch Treibstoff im Tank, weil Treibstoff in der Krise oder beim Blackout gibt es nicht mehr. Aber ich kann damit in einer Stunde Standgas mit einem alten Auto diese Batterie laden. Ich könnte auch, wenn sie voll ist, das Auto starten. Aber der Sinn und Zweck ist ja, dass wenn Mutter zu Hause kalt hat, dass ich die Wohnung heizen kann. Ich habe jetzt ein paar so Blackout-Videos geguckt und die reden ja, dass der Strom 10 Tage weg ist. Und dann kam mir sowas, ein Teelichtofen. Ich stecke den hier auch wieder aus, ich kann die auf Null stellen und dann ist meine Heizung aus. Dieser Teelichtofen besteht, das ist dann so ein Blumentopf und so weiter. So ein Teelicht hat 15 Gramm. Ich habe nachgemessen, hat 14. 14 ohne Aluminium und ohne Docht. Nehmen wir an, ein Teelicht hat 15 Gramm Paraffin. Paraffin hat dann Brennwert oder ein Heizwert, das ist nicht ganz das gleiche, etwa von 12 Kilowatt, 12.000 Watt. Wenn ich jetzt hier 10 Teelichter nehme, dann habe ich 150 Gramm Paraffin. Wenn ich diese 150 Gramm, also 0,15 Kilogramm, mal 12 rechne, dann komme ich auf 1,8 Kilowatt Leistung, Wärmeleistung. Das heißt, diese Box hat eine Leistung elektrisch von 1200 Watt. Wenn ich jetzt einen Föhn nehme, das kann ich machen im Hotel, da kann ich einen Föhn laufen lassen und im Badezimmer ein bisschen warm. Das kann ich natürlich auch hier einen Föhn einstecken und eine Herdplatte oder sonst was. Dann wird es auch warm. Dann kann ich statt den 1,8 Kilowatt, die ich hier an Wärme erzeuge, kann ich mit dem Teil hier, mit einem elektrischen Föhn, 1,2 Kilowatt Wärme erzeugen. Oder ich kann eben, wie hier vorher gezeigt, 4 Stunden die Heizung betreiben und ich kann hier mit dieser Heizung 4 mal 20 Kilowatt erzeugen, weil ich habe hier 6000 Liter im Rücken. Oder jetzt vielleicht noch 4000. Damit kann ich sage und schreibe 80 Kilowatt erzeugen. Also mit diesen Teelichtern, da müsst ihr dann schon richtig Teelichter haben, dass ihr heizen könnt. Also ich brauche hier für mein Haus mit dieser Berechnung eben nicht die 1,2 Kilowatt pro Tag an Wärme, sondern an Strom. Wärme brauche ich dann rund 30 Kilowatt Wärme, um mein Haus warm zu haben. Also ihr müsst hier 2 Kilo Teelichter verheizen. Sauerstoffmangel und so weiter ausgeschlossen. Ich hoffe, das hat euch gereicht. Diese Frage und Joachim beantwortet, kann ich damit meine Heizung betreiben? Das ist jetzt bei mir 4 Tage, also das wäre knapp. Ich muss nachladen, wenn es wirklich 12 Tage lang Stromausfall hat. Und wenn ich dann nur 18 Grad habe im Zimmer, ja, ist auszuhalten. Es sind dann, glaube ich, andere Sorgen, die uns noch bei einem Blackout erwartet. Ich wünsche euch, ich bin jetzt so ein bisschen in Quarantäne, vielleicht mache ich ein zweites Video hier aus dem Keller, weil, ja, es ist so, Quarantäne. Also ich bin jetzt
5G. Geimpft, genesen, getestet, geeselt und klar bin ich gesund. Ich mache euch hier oben ein Video über die Box, Kühlboxen betreiben und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag.